Abendfantasie. Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd, gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Wohl kehren itzt die Schiffer zum Hafen auch, in fernen Städten fröhlich verrauscht des Marks Geschäft Gelärm, in stiller Laube glänzt das gesellige Mahl den Freunden. Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit, wechselnd in Müh und Ruh ist alles freudig. Warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust der Stachel? Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf, unzählig blühen die Rosen und ruhig scheint die goldene Welt. O, dorthin nimmt mich purpurne Wolken, und mögen droben in Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid. Doch wie verscheucht von töriger Bitte flieht der Zauber. Dunkel wird's und einsam unter dem Himmel wie immer bin ich. Komm, du nun, sanfter Schlummer, zu viel begehrt das Herz, doch endlich, Jugend, verglühst du ja, du ruhelose Träumerische. Friedlich und heiter ist dann das Alter. Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd. Was für eine Idylle! Der Pflüger hat wohl den Tag über gearbeitet und in aller Genügsamkeit zufrieden mit sich und seinem Leben genießt er den Abend und dass seine Arbeit ihn ernährt, wie der rauchende Herd beweist. Gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Das Glück ist nicht an Sesshaftigkeit gebunden. Auch der Wanderer blickt auf seinen Tag zufrieden zurück und darf sich auf einen gemütlichen Abend freuen. Wohl kehren itzt die Schiffer zum Hafen auch in fernen Städten, fröhlich verrauscht des Markts Geschäft Gelärm, in stiller Laube glänzt das gesellige Mahl den Freunden. Die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen, sie alle eint das Gefühl, dass das Wohlgefühl am Abend, ob allein oder in Geselligkeit, Beweis für die Sinnhaftigkeit ihres Treibens ist. Wohin denn ich? Der Sprecher gehört also nicht zu den von Genügsamkeit begnadeten Menschen. Es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit, wechselnd in Müh und Ruh ist alles freudig. Hier wird noch einmal verallgemeinert, was oben schon gesagt wurde. Von diesen lebenszufriedenen Sterblichen, diesen Menschen, unterscheidet er sich also. Warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust der Stachel? Er ist also allein mit dem Stachel in der Brust, mit diesem inneren Drang, der keinen Zustand der Selbstzufriedenheit kennt. Diesen Zustand, der letztlich das Einzige war, wofür Faust bereit war, die Wette mit Mephisto einzugehen. Am Abendhimmel blüht ein Frühling auf, unzählig blühen die Rosen und ruhig scheint die goldene Welt. Die Schönheit des Abends ist die eines Frühlings, wohl nicht nur wegen der Schönheit seiner Farben, sondern wohl auch, weil er einen neuen Morgen verspricht. O, dorthin nimmt mich purpurne Wolken, und möge droben in Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid. Auflösung der eigenen Existenz in diese abendlichen Wolken wünscht er sich und damit einhergehend die Auflösung aller seiner Leidenschaften, die in ihm die Liebe zu was auch immer entfachen und ihm Leiden bringen. Doch wie verscheucht von töriger Bitte flieht der Zauber. Dunkel wird's und einsam unter dem Himmel wie immer bin ich. Der Abend wird zur Nacht. Der frühlingshafte Abendschein weicht der Dunkelheit. In dieser Dunkelheit spürt er die ganze Einsamkeit desjenigen, der allein mit seinem Streben ist und der mit seinem Streben auch nie sein Ziel gänzlich erreicht. Er ist ja auch kein einfacher Sterblicher. Was hier zum Ausdruck gebracht wird, ist das Künstlerschicksal. Komm du nun, sanfter Schlummer, zu viel begehrt das Herz. Doch endlich, Jugend, verglühst du ja, du ruhelose Träumerische. Es ist vor allem der jugendliche Künstler, der diese Leiden auszustehen hat. Wenn er sich in den Schlaf begibt, dann heißt das auch, dass er dieses Streben befrieden kann.
friedlich und heiter ist dann das Alter. Seine Hoffnung ist, dass das Alter, also der Lebensabend, ihm die Ruhe gibt, die im alltäglichen Leben der alltägliche selbstgenügsame Mensch an jedem Abend findet. Das war Hölderlin in der Form nicht vergönnt, wenn er in geistiger Erkrankung die Hälfte seines Lebens als Versorgungsfall im berühmten Tübinger Turmzimmer zubringen musste.